schieben. Das ist kein Problem. Können wir anrufen. Da hat, glaube ich, auch noch ein bisschen Luft. Ne? Guten Tag. Hallo, hallo, Herr Frey. Hallo, Frau Frey. Hallo. Sie haben Termin bei der Frau ID, ne? Ja. Genau, genau. Ihr Kärtchen, ja, selbstverständlich. Ne? Ja, danke schön. Ja. So. Was hat der? Er schickt mir die Bilder mal bitte. Ich bin heute mit meinem Mann Olaf hier in die Gemeinschaftspraxis gekommen, weil er schon längere Zeit mit Herzneurose zu kämpfen hat und in letzter Zeit doch wieder Auffälligkeiten waren und ich das einfach heute mal abklären wollte. Ja, alles gut. Alles in Ordnung, Schatz? Wer war das denn? War das Max? War das Max am Telefon, nee, oder? War mein Chef. War dein Chef? Was ist denn passiert, Schatz? Mein Mann ist Sozialarbeiter und er ist auch emotional sehr dabei und kniet sich richtig rein. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass ich in der 29. Schwangerschaftswoche mit zwei Zwillingen bin. Und wir haben noch einen weiteren Sohn. Und natürlich ist jetzt der Umbruch in der Familie und so. Es ist schon alles sehr, sehr viel. Und ich mache mir halt schon Sorgen, dass jetzt mit dem Herz noch was dazu kommt bei meinem Mann. Ja. Was führt sie denn jetzt aktuell zu mir? Sie hatten ja gesagt, wenn wieder diese Rückenstörung auftreten sollten, soll ich kommen. Deshalb hatte ich dann gestern angerufen und mir einen Termin geben lassen. Patienten mit einer Herzneurose fühlen vermeintlich Symptome eines Herzinfarktes. Sie empfinden die Beschwerden als sehr bedrohlich, beängstigend und vor allem sehr real. Im Vorfeld wurde Herr Frey gründlich untersucht. Es fand sich auch kein Hinweis auf eine körperliche Ursache. Nichtsdestotrotz nehme ich natürlich seine Beschwerden ernst und führte ein EKG und einen Herzultraschall durch. Diese waren wie erwartet unauffällig. Irgendwo muss es ja auch herkommen. Ich glaube, der Stress im Beruf, das macht mir schon große Sorgen jetzt. Stress ne? ist für Herrn Frey pures Gift. Ist es denn möglich, dass Sie vielleicht die Arbeitszeit reduzieren? Also Schatz, das wäre mir schon sehr lieb, wenn wir das machen könnten, weil ich möchte, dass das hier auch ein gutes Ende nimmt. Ich bin davon ausgegangen, dass dieser Stress, den sein Herz momentan auch wieder zeigt, beruflich bedingt ist. Und ich bin im Leben nicht davon ausgegangen, dass irgendetwas anderes aus unserer privaten Situation dafür verantwortlich sein könnte. Schockierende Nachrichten warten auch auf die Tochter eines Diabetikers. Die 18-jährige Lea Fischer ist vor kurzem von einem 6-monatigen Work-and-Travel-Aufenthalt in Australien zurückgekehrt und hat Angst um ihren Vater Rolf, dem es seit der Trennung von ihrer Mutter zunehmend schlechter geht. Hallo, es geht nämlich darum, er hat sich wie zu Hause schon erbrochen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es momentan nicht stimmt und ja. Sieht nicht gut aus. Ich guck gleich mal, ob wir zu Herrn Doktorskopien durch kann. Danke. Der Praxischef hat bis zu seinem nächsten Termin noch ein paar Minuten Zeit und kann den nächsten Patienten sofort empfangen. Es geht darum, er hat nämlich zu Hause jetzt schon erbrochen und einmal erbrochen. Mehrfach erbrochen? Also ich habe nur einmal jetzt mitbekommen. Die Tochter war sehr besorgt. Beide Patienten kenne ich schon länger. Herr Fischer kam völlig ungewöhnlich im Bademantel in die Sprechstunde. Die Tochter erklärte, dass er sich selber so vernachlässigt hat, dass er gar keine sauberen Sachen mehr hat. Zusätzlich fiel auf, dass er bei ohnehin schon stolzem Körpergewicht doch noch deutlich zugenommen hat. Also völlig unabhängig von den jetzigen Beschwerden, die Sie haben, die natürlich auch darauf drängen, dass man was untersucht, muss ich ja auch noch Blutuntersuchungen haben, weil er so lange nicht da war. Nicht? Mhm. Die Zuckerkrankheit hat er sehr vernachlässigt, die HbA1-Wert und. Ich bestelle mal eins von meinen Mädchen. Herr Fischer leidet an einer Diabeteserkrankung Typ 2. Typ 2 Diabetes ist in erster Linie nahrungsabhängig durch Fehlernährung und durch Fehlbildung des Insulins. Also es ist sozusagen eine Montagsproduktion an Insulin, kommt es zu dieser schlechten Einstellung der Blutzuckerstoffwechsellage. Ich kann Ihnen auch noch kurz ein Foto zeigen. Ja, kleinen Moment, Gabi. Ne? Das habe ich nämlich gesehen hier mit den ganzen Weinflaschen. Vielleicht kann es auch davon liegen. Das sind nicht meine Weinflaschen. Du kennst doch meinen Kumpel Lothar. Ach, nicht den schon wieder. Herr Fischer bot eigentlich das Vollbild eines Diabetikers, wie man es nicht macht. Er kam nicht zur Kontrolle, er hat sich ernährungsmäßig anscheinend überhaupt nicht dran gehalten und hat noch zusätzlich deutlich am Gewicht zugenommen. Alles Faktoren, die diese Zuckerkrankheit ja ganz, ganz schlecht beeinflusst. Zudem schwitzt der 50-jährige Parkhauswächter stark und hat Fieber. In Kombination mit Magenkrämpfen und Übelkeit wird schnell eine Verdachtsdiagnose laut. Doch einige Ungereimtheiten sollen im weiteren Verlauf noch für Aufregung sorgen. Darmgeräusche ein bisschen vermehrt, Fieber hat er. So. Erste Vermutung ist,
dass es eine Magen-Darm-Infektion ist, aber es ist nur eine Vermutung. Ne? Also ja. Das heißt, wir wissen natürlich dann deutlich mehr, wenn wir die Blutuntersuchung machen. Okay, super. Ne? Und ich möchte Ultraschall machen. Nachdem wir Blut abgenommen haben, habe ich ihn für den nächsten Tag sofort bestellt, um unter idealen, nüchternen Bedingungen die Ultraschalluntersuchung zu machen. Die Ergebnisse haben dann doch bestätigt, dass es wichtig war, so schnell zu handeln. Ich hab gedacht, ich bilde mir das ein, nee. Aber ich dachte, kommt das mal. Ich weiß es nicht. Was ist das? Unangenehm. Bei Markus vielleicht? Komm mal raus! Was machst du unter meiner Liege? Mich versteckt. Du hast dich versteckt? Mhm. Okay. Und wo sind deine Eltern? Nicht hier. Nicht hier? Aber normal kriegst du einen Termin, wenn du zu mir möchtest. Das weißt du, oder? Mhm. Und fehlt dir irgendwas? Was hast du da für einen Hut an? Er schützt mich vor Aliens. Max kenne ich eigentlich schon viele Jahre, also seit er geboren ist. Und ist ein Junge, der recht zutraulich eigentlich ist und auch so eine lebhafte Fantasie hat. Und heute war aber sehr, sehr merkwürdig sein Auftreten, weil er irgendwie einen Aluhut auf hatte und eine Agentenbrille dabei, wie er mir nachher erklärt hat. Und plötzlich wollte er dann auch noch von einem Metalldetektor untersucht werden. Und das war jetzt selbst für seine Verhältnisse deutlich mehr als sonst. Aber ich musste erstmal deine Eltern anrufen. Ja, die müssen ja wissen, wo du bist, oder? Und dass du bei mir bist. Vielleicht kommen die ja vorbei, okay? Max hat mir dann relativ früh schon erzählt, dass er den Aluhut braucht, damit seine Gedanken nicht kontrolliert werden. Und die Agentenbrille braucht er dafür, um zu gucken, ob irgendwelche Aliens in seiner Nähe sind. Und das fand ich schon sehr merkwürdig. Warum sollte er jetzt plötzlich anfangen, Aliens zu suchen? Und das war mit ein Grund, warum ich die Eltern gerne da haben wollte. Vielleicht wussten die ja irgendwie was Genaueres. Wir haben dich überall gesucht. Schnapp, wir wussten gar nicht, dass du hier bist. Setzen Sie sich ruhig dazu, genau, nehmen Sie sich ruhig einen Stuhl. Also er hat sich hier reingeschlichen und hat vorhin dann ihm erzählt, dass er irgendwie nachts ist es, gell, hast du gesagt? Mhm. Dass nachts irgendwie Aliens auftauchen und so und ihn irgendwie gefesselt haben oder mitgenommen haben. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob Ihnen das irgendwas sagt. Oh Gott, hast du davon gewusst? Ja, ich hab's halt nur nicht für sinnvoll gehalten, dir davon zu erzählen, das weil ich mich nicht unnötig aufregen wollte. Alles okay bei Ihnen? Es geht gleich wieder. Es ist ja nicht nur, nachdem er diesen Traum hatte, seitdem macht er ja nur Unsinn. In der Schule, da erzählt er allen, dass nachts Aliens kämen, an ihm rumdoktern. Dann malt er andauernd so gruselige Bilder. Und auch gestern, der Anruf, der war gar nicht von meinem Chef, der war von meiner Mutter. Da hat er auch wieder diese Bilder gemalt und sie konnte ihn gerade noch in letzter Sekunde davon abhalten, wo er mit der Leiter aufs Dach hochklettern wollte, weil er meinte, dass da Aliens säßen, die ihn ausspionieren. Ist wirklich alles in Ordnung bei Ihnen? Nee, ich habe irgendwie auch jetzt gerade relativ starke Schmerzen, weil schon mich mal, das schon mal gehabt irgendwie so? Aufregt. Gestern ganz kurz zwischendurch, aber... Weil wenn, dann würde ich Sie vielleicht ganz gerne direkt mal zur Gynäkologin schicken, wenn das für Sie okay ist. Ja, ja, vielleicht glaube, ist gerade ein bisschen besser. Viel. Kommen Sie, einmal, ja, ja. Kommen Sie einmal mit. Schon bald soll sich zeigen, dass das plötzliche Unwohlsein der werdenden Zwillingsmama Julia und auch die Herzprobleme ihres Mannes Olaf in direktem Zusammenhang mit den Alien-Fantasien von Sohnemann Max stehen. Guck mal, wenn du hast gesagt, es ist nachts, gell? Also wachst auf, richtig? Und dann siehst du die irgendwie, ne? Ja. Und was machen die? Also,
hält dich irgendeiner fest oder was machen die? Oder sitzt einer auf dir oder? Die sitzen auf mir und haben mich gefesselt. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist die Tatsache, weil er sagt, die sitzen irgendwie auf ihm, die haben ihn so gefesselt und der kann irgendwie nichts machen. Deswegen, ich habe da so eine Vermutung, aber um die wirklich abzuklären, würde ich ihn ganz gerne im Schlaflabor einmal untersuchen lassen, wenn das okay für Sie wäre. Was mich an Max' Geschichte irritiert hat und eben dafür sorgte, dass ich gedacht habe, vielleicht steckt etwas mehr als nur Albträume dahinter, war, dass er das so gut formulieren konnte mit diesem auf der Brust setzen und auch dieses, dass er sich nicht bewegen konnte. Und das hat mich wiederum in eine ganz andere Richtung gelenkt, als ich ursprünglich gedacht habe. Deswegen war mir auch die Aufklärung über das Schlaflabor wichtig. Genauso wichtig ist die für den darauffolgenden Morgen geplante Ultraschalluntersuchung von Diabetiker Rolf. Doch zunächst geben gleich mehrere Entdeckungen seiner Tochter Lea erneut Anlass zur Sorge. Na, brauchst du jetzt auch noch? Nein. Die habe ich gefunden. Wo denn? In deiner Tasche. Mein Papa geht's heute noch beschissener. Nachdem ich die Zigaretten gefunden habe, habe ich mir gedacht, wird er jetzt auch noch Raucher? Was will er denn noch machen, was seiner Gesundheit schadet? Ich müsste Ihnen vielleicht noch kurz was zeigen. Ich habe ihn nämlich gerade auch nämlich darauf angesprochen. Ja. Ich habe nämlich Zigaretten bei ihm gefunden und er ist eigentlich Nichtraucher. Aha. Und Tabletten habe ich ihm nämlich, seine Tabletten habe ich nämlich im Müll gefunden. Also für mich ist natürlich von Ihren Informationen das Interessanteste, dass Sie die Blutdrucktabletten im Müll gefunden haben. Das passt gar nicht. Wir wollen aber jetzt die Ultraschalluntersuchung machen. Ne? Ich bin natürlich kein psychiatrisch ausgebildeter Arzt, aber auch von meiner allgemeinmedizinischen Seite muss man schon mal den Gedanken haben, stecken da vielleicht auch depressive Gedanken, stecken da vielleicht sogar suizidale Gedanken dahinter bei dieser Vernachlässigung. Aber er wirkt im Gesamtbild eigentlich nicht in diese Richtung. Ja. Gut, ich habe was gefunden, was ich Ihnen hier jetzt auf dem Bild zeigen kann. Gallensteine. Bei der Ultraschalluntersuchung kam dabei raus, dass er eine Fettleber hatte. Das konnte ich sehen. Man konnte Gallensteine bei ihm sehen. Ich habe mir dann die Blutergebnisse, die zwischenzeitlich angekommen waren, angeguckt. Und die haben dann die Diagnose gebracht. Zwei Sachen, die auffallen. Sie haben deutlich zu viel Fett im Blut, die Triglyceride, die sind bei Ihnen deutlich, deutlich, deutlich zu hoch. Und zusätzlich ist der Bauchspeicheldrüsenwert leicht erhöht, sodass ich relativ sicher bin, dass es sich um eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung handelt. Jetzt kommt aber wieder eine nicht so gute Mitteilung, er muss ins Krankenhaus. Ja, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung ist ja jetzt erst am Anfang, das kann sich weiterentwickeln, die Beschwerden sind stärker geworden, das muss im Krankenhaus behandelt und beobachtet werden. Die meisten Bauchspeicheldrüsenentzündungen, ca. 80%, verlaufen relativ harmlos, aber es gibt schon eine besonders intensive Variante von Bauchspeicheldrüsenentzündung, wo das gesamte Organ vernichtet wird und das ist eine durchaus lebensbedrohliche Krankheit. 5 Tage später gibt es Neuigkeiten, auch den kleinen Max betreffend. Denn die Alien-Geschichten des 8-Jährigen haben einen ernsten Ursprung. Hallo, die Familie Frey. Hi. Hi. Hallo. Genau, die Ergebnisse vom Schlaflabor sind da. Würde ich gerne gleich nochmal mit Ihnen drüber sprechen. Aber wie geht's Ihnen denn? Ja, alles in Ordnung. Alles also okay. Ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war vielleicht einfach nur der Schreck. Sehr gut. Ja. Wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich ganz gerne mit Max ganz kurz noch einfach mal 2 Minuten alleine sprechen, wenn es geht. Ja, natürlich, klar. Max, kommst du einmal mit mir? Mhm. Schatz, magst du einmal mit reingehen? Als die Familie dann ein paar Tage später wieder zu mir kam, wollte ich zunächst mal mit Max einfach unter 4 Augen noch mal ein ganz kurzes Gespräch haben. Ist eigentlich eher untypisch, dass man das bei so jungen Kindern macht. Aber ich war mir nicht ganz sicher, da er so lebhaft und auch so verängstigt von diesen Aliens gesprochen hat, ob da vielleicht was anderes dahinter steckt. Gibt es irgendwie was in der Schule oder so, irgendwen, der dich ärgert oder irgendwie sowas? Und sonst irgendwie, da ist keine Ahnung, hast du manchmal Streit irgendwie mit dem Papa oder mit der Mama oder mit dem Opa oder sowas? Nee. Alles super? Mhm. Okay, und wie sieht das denn sonst aus? Wie freust du dich irgendwie, dass du jetzt bald Geschwister hast? Gar wie? Nicht. Wirklich jetzt? Mhm. Wieso? Weil ich glaube, dass meine Eltern dann keine Zeit mehr für mich haben. Wenn Geschwister da sind?
Wirklich? Als ich mit Max dann alleine gesprochen habe und so ein paar Dinge abgefragt habe, wo vielleicht ein Stressfaktor herkommen könnte, stellte sich dann am Ende raus, dass er wohl ein Problem mit seinen Geschwistern hat. Nicht direkt mit denen, aber wahnsinnig Angst davor hat, dass, falls die Geschwister da sind, seine Eltern nicht mehr genug Zeit haben. Weil ihm ja natürlich jetzt auch schon bewusst klar wird, dass die Eltern viel Zeit damit verbringen, für die Babys alles vorzubereiten. Also im Schlaflabor haben die festgestellt, was ich auch schon vermutet hatte, und haben das jetzt nochmal damit belegt, dass Max eine sogenannte Schlafparalyse hat. Haben Sie das schon mal gehört? Sagt mir gar nichts. Also das bedeutet, dass im Prinzip verschwimmt so ein bisschen der Wach- und der Schlafzustand. Also für uns ist es ja so, wenn wir schlafen, ist die Muskulatur komplett gelähmt. Ja, das also einfach nur, damit wir, wenn wir was träumen, nicht die Bewegung tatsächlich machen. Und es gibt es manchmal, dass wir quasi wach werden, also das Bewusstsein ist schon wieder da, aber der Körper ist noch nicht wieder aufgewacht. Und dann hat man ganz, ganz typisch, das hat er auch schön erzählt, kann man das Gefühl haben, dass irgendwas auf einem sitzt, man ist wie gelähmt oder wie gefesselt, so hat er das ja genannt. Die Schlafparalyse an sich ist völlig ungefährlich. Aber die Situation als solche wird natürlich von den Betroffenen als wahnsinnig beängstigend und belastend empfunden und kann bis zu Panikattacken oder auch Hyperventilation führen. Es ist so, dass durch die Vorstellung, irgendwas würde auf der Brust sitzen, es auch oft so erlebt wird, dass man, als könnte man nicht richtig atmen. Das ist aber zu keinem Zeitpunkt der Fall, weil die Atemmuskulatur von der Lähmung völlig ausgeschlossen ist. Also Sie haben das ja mitbekommen, irgendwie, dass er diese Albträume hat. Gab es denn irgendwas, was ihm geholfen hat? Also ich habe halt gemerkt, also ich wache jetzt nachts auch schon immer, wenn ich dann im Zimmer reinkomme und das Licht anmache, in dem Moment lockert er sich dann auch. Ne? Also, und wacht auf. Ja. Was ist dann mit den Aliens? Die sind dann weg. Gut. Ja, also das gibt es manchmal bei der Schlafparalyse. Hilft so ein extremer Außenreiz, dass man quasi wieder zu sich kommt, also dass der Körper auch wach wird. Es ist aber so, dass es manchmal auch durch Stresssituationen so ein bisschen getriggert werden kann. Deswegen wollte ich jetzt auch noch mal mit ihm sprechen, ja, um zu hören, gibt es da irgendwas? Und ich glaube, vielleicht könntest du jetzt sagen, was dich so ein bisschen stört. Mhm. Was ist los? Ich habe Angst, wenn mein Geschwister auf der Welt sind, dass ihr dann keine Zeit mehr für mich habt. Was? Nee, das ist du meinst, wenn die Babys da sind, dass wir nicht mehr für dich da sind? Da musst du dir keine Sorgen drum machen. Ach, also, Max. Wir werden genauso wie jetzt auch dann für dich da sein. Natürlich. Also ich denke, was ihrem Sohn auf jeden Fall helfen würde, so in allen Bereichen, also einmal um die Angst ein bisschen wegzunehmen, dass man zu kurz kommt, wäre, dass sie vielleicht irgendwie feste Zeiten miteinander vereinbaren. Letztendlich haben wir dann ja mit Frau Dr. Käfer auch besprochen, wie es nun weitergeht für Max. Wir werden noch eine Kindertherapeutin weiterhin aufsuchen. Und bis wir dort den Weg zusammengehen können, werden wir es so machen, dass wir wirklich eigene kleine feste Fenster nur für Max einbauen, wo er wirklich im Fokus steht, den Tag nur für ihn haben. Und dann hoffen wir einfach, dass wir gemeinsam mit der Therapeutin einen guten Weg finden können, damit alles auch wieder gut wird. Tatsächlich hat sich die familiäre Situation merklich entspannt. Sogar die Herzprobleme von Papa Olaf sind verschwunden, weil sie der Sorge um seinen Sohn geschuldet waren. Mama Julia hat gesunde Zwillingstöchter zur Welt gebracht und Max geht in seiner neuen Rolle als großer Bruder vollkommen auf. Patient Rolf hat nach seinem Klinikaufenthalt einen Kontrolltermin bei Dr. Skupin. Und Tochter Lea befürchtet, dass ihr Vater schon wieder etwas Wichtiges verschweigt. Papa, du wurdest aufgerufen. Ja, ich komme. Hallo. Familie Fischer. Ich habe schon so ein paar Minuten gewartet. Waren Sie noch auf der Toilette? Ja, kurz. Ja, muss ja auch sein. Ja, klar. Ich habe getrunken. Ich habe einen Flachmann gesehen und ich. Nochmal, was haben Sie gesehen? Er hat gerade auf der Toilette, wo ich ihn holen wollte, hat er einfach einen Flachmann getrunken, anscheinend mit Alkohol. Ich bin wirklich, ich kann nicht mehr. Also bei diesen Informationen wurde ich hellhörig. Pankreatitis und Alkohol, das passt leider super gut zusammen. Und ich war eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass das der Grund sein könnte. Auf der anderen Seite kenne ich den Herrn Fischer und ich weiß, dass er mich eigentlich nicht so brutal belügt. Verstehe ich ja alles, dass das aufregend ist für Sie besonders, aber der Reihenfolge, ich habe mich gerade mit dem Brief von dem Entlassungsbrief von dem Vater beschäftigt. Das heißt, wir wollen ein bisschen in die Medizin jetzt einsteigen. Nicht? Da gibt es also genügend zu erzählen.
mit meiner dringlichen Vermutung, naja, vielleicht war es ja auch schon nicht nur eine Vermutung, vielleicht war es schon die Diagnose, dass es sich um eine Bauchspeicheldrüsenentzündung handelt, hat das Krankenhaus mir recht gegeben. Was die nicht geklärt haben und was wirklich jetzt noch meine Aufgabe ist, die Ursache. Warum? Bauchspeicheldrüsenentzündungen zu bekommen, können ganz viele verschiedene Ursachen haben. Einmal Alkohol. Deshalb habe ich da aufmerksam zugehört, natürlich an erster Stelle. Sie haben die Bilder gezeigt, aber ich glaube nun mal dem Vater, wenn er sagt, dass er nicht trinkt, dann ist das einfach so. Ne? Was nun? Nur wenige Augenblicke nach dem Anruf staunt der Praxischef nicht schlecht, als plötzlich Überraschungsbesuch ins Haus steht. Denn es gibt eine große Veränderung in Rolfs Leben, von der noch niemand weiß. Ich habe gerade versucht, dich anzurufen, weil ich fragen wollte, ob ich dazukommen darf. Weil ich weiß ja, dass es dir die letzten Tage nicht so gut ging. Klar. Dann hatten wir einen Überraschungsbesuch im Behandlungsraum. Die Internetbekanntschaft von Herrn Fischer trat plötzlich in Erscheinung. Für mich am Anfang so ein bisschen verwirrend, aber dann dachte ich, ach, gar nicht so schlecht. Denn dann ist noch eine Person mehr, die vielleicht auf das Ernährungsverhalten von Herrn Fischer in Zukunft Acht gibt, denn das ist eigentlich der wichtigste Therapieansatz, dass er dort was für sich tut. Mir schwebt natürlich immer den Alkohol im Kopf, aber Sie haben gesagt, das nicht, und das nehme ich auch mal. Nur was ist in dem Flachmann drin? Also, als ich umgezogen bin, da musste ich die ganze Wohnung neu einrichten. Das hat sehr viel Geld gekostet und ich hatte einfach zu wenig Geld. Und da hat dann ein Freund von mir, der Bauer ist, hat mir regelmäßig Milch gebracht. Milch? Ja, und da ist Milch drin. Du trinkst jeden Tag Milch? Ja. Ja, dann muss ich einhaken, wie viel Milch? 1 bis 2 Liter. Da war die Verbindung zu den Blutergebnissen relativ schnell hergestellt. Also er hat sich einen Großteil seiner Blutfette durch diesen völlig übergezogenen Milchkonsum zugezogen. Diese Bauchspeicheldrüsenentzündung, die kann mit diesem Milchkonsum zusammenhängen. Bitte unbedingt sich zurückhalten dann. Und ich muss auch noch auf das, was Ihre Tochter angesprochen hat, eingehen. Ich habe ja wirklich einen Zweifel, dass Sie das Blutdruckmedikament regelmäßig genommen haben. Sie waren gar nicht häufig genug hier, um das verschrieben bekommen zu haben. Ja gut, ich gebe zu, ich habe es nicht regelmäßig genommen, weil ich halt auch, wie gesagt, hier eine neue Bekanntschaft gemacht habe und das Mittel hat als Nebenwirkung Libidominderung. Sie haben den Beipackzettel gelesen und da steht das drin. Da steht Libidominderung drin und vielleicht können Sie verstehen. Okay, menschlich komplett verständlich, trotzdem riskieren Sie viel zu viel. Also Milch bleibt weg, wir gehen mal davon aus, dass das die Hauptursache ist. Regelmäßig Kontrolle und dafür sorgen Sie, okay? Seit Rolf seinen Milchkonsum auf ein normales Maß reduziert hat und wieder täglich Medikamente einnimmt, geht es ihm viel besser. Obendrein macht der frisch verliebte 50-Jährige inzwischen Sport und die Pfunde purzeln.